Fakt Nummer 1. Astrid Lindgren schickte das Pippi-Langstrumpf-Manuskript an einen Verlag mit den Worten, in der Hoffnung, dass sie nicht das Jugendamt alarmieren. Fakt Nummer 2. Die Pippi-Langstrumpf-Bücher wurden in 77 Sprachen übersetzt und bis 2015 in 66 Millionen Exemplaren verbreitet. Fakt Nummer 3. Die erste Buchausgabe in Deutschland kostete damals 2,80 Mark. Fakt Nummer 4. In Ostdeutschland erschienen sie erst 1975. Die Regierung war sie zu anarchisch. Fakt Nummer 5. 490.000 Menschen besuchen jedes Jahr den Freizeitpark Astrid Lindgren-Welt am Rande des Städtchens Vimmerby in Schweden, südlicher Provinz Smaland. Fakt Nummer 6. Die Figur der strengen Fräulein Prelius kommt nur in den Filmen, nicht in den Büchern vor. Sie wurde mit der deutschen Schauspielerin Margot Schruger besetzt, die ihre Kostüme selber nähte und bei den Dreharbeiten nicht immer ganz nüchtern war. Fakt Nummer 7. Die Filmrolle der Pippi hatten sich 8000 Kinder in Schweden beworben. Fakt Nummer 8. Anfang der 80er Jahre wurde die Pippi-Filme in Schweden zeitweise verboten. Die Filme würden zu viele Gewaltszenen enthalten und eine verkehrte Weltanschauung präsentieren. Fakt Nummer 9. Pippi ist nicht käuflich. Astrid Lindgren wollte nicht, dass ihre Figur für Kommerz ausgebeutet wird, deswegen dürfen bis heute keine Lebensmittel mit dem Bild von Pippi hergestellt oder verkauft werden. Fakt Nummer 10. Sag mal, Pippi, wie heißt du eigentlich richtig? Wie ich heiße? Pippilotta, Victualia, Rolgadina, Schokominza, Ephraims Tochter Langstrumpf.